Habt ihr euch jemals gefragt, wie dünn der Schleier zwischen dem, was ist und dem, was scheint, wirklich ist? Wie oft wandeln wir auf einem Pfad, gesäumt von den Schatten des Unerklärlichen, und erzählen uns Geschichten, um das Unbegreifliche greifbar zu machen? Stellt euch vor, eine alte Brücke, unter der eine ruhelose Seele gefangen ist. Gefangen zwischen den Welten einer Erscheinung, die wir weder sehen noch berühren können. Sind es wirklich nur Legenden, die uns in dunklen Nächten erschauen lassen? Oder verbirgt sich hinter jedem Flüstern des Windes eine tiefere Wahrheit? Was, wenn die Grenzen unseres Verstandes nicht ausreichen, um das Ganze zu erfassen? Wo endet die Realität und wo beginnt die Illusion? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei The Captain Phil, zu einer neuen Sage. Heute mit dem Thema Die arme Seele, eine Sage aus dem Buch Deutsche Sagen von den Brüdern Grimm. Stellt euch vor, ihr seid irgendwo in der Nähe von Paderborn unterwegs. Für alle, die nicht wissen, wo Paderborn liegt, Paderborn ist eine Großstadt in Nordrhein-Westfalen. Wir allerdings befinden uns mehr oder weniger beim Haxthausenhof. Dort gibt es eine alte Brücke und genau diese Brücke ist der Schauplatz unserer heutigen Sage. Man erzählt sich, dass eine gequälte Seele, ein Geist, der keine Ruhe findet, unter eben dieser Brücke haust. Jedes Mal, wenn ein Wagen die Brücke überquert, muss der Fahrer Gott segne sagen. Falls er das vergisst oder es nicht tut, so sagt die Sage, wird der Wagen umfallen, was oft zu schweren Verletzungen des Fahrers und in schlimmsten Fällen sogar dem Tod führt. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, woher kommt diese Sage? Wo liegt ihr Ursprung? Warum wird sie überhaupt erzählt? Oft sind es nämlich die unerklärlichen Dinge, die unsere Vorfahren mit solchen Sagen zu erklären versuchen. Sie sollten als moralische Lehren dienen, die gesellschaftliche Normen unterstützen oder einfach nur zur Unterhaltung beitragen. Die arme Seele selbst wird oft als Gespenst beschrieben, das in einem Zwischenzustand verharrt, vielleicht wegen einer unerfüllten Aufgabe oder einer nicht abgeschlossenen Angelegenheit. Solche Seelen, die keine Ruhe finden, kennt man weltweit in sehr vielen Kulturen und sehr vielen Sagen und Legenden. Doch eine Frage, die ich mir selbst stelle und die ihr euch vielleicht auch selbst stellt, ist: Warum genau diese Seele und warum genau an diesem Ort, an dieser Brücke bei Haxthausen? Nun, die Sage und ihre Geschichte selbst geben darauf leider keine klare Antwort. Aber solche Orte sind oft mit Geschichten von Unglück oder Ungerechtigkeit verknüpft, die die Seelen im Endeffekt daran hindern, weiterzuziehen und von dort zu verschwinden. Sie binden sie sozusagen an jenen Ort. Schaut man sich die Sage der armen Seele genauer an, so kann man auch erkennen, dass sie tief verwurzelte christliche Traditionen von Deutschland eben widerspiegelt zu jener Zeit, wo das alltägliche Leben oft von spirituellen und religiösen Praktiken durchdrungen war. Wie eben hier in dieser Sage das Aussprechen einer Segnung: Gott segne dich. Diese Geschichte, diese Sage betont die Bedeutung des Respekts gegenüber dem Übernatürlichen und lehrt die Wichtigkeit, in allen Lebenslagen wachsam und respektvoll zu bleiben. Und was ist die Moral dieser Sage? Es geht um Respekt vor dem Christlichen sowie Übernatürlichen und der Traditionen eben dieser Gegend. Gleichzeitig unterstreicht es, wie wichtig es ist, in jeder Situation achtsam und respektvoll zu bleiben. Hier symbolisiert durch das einfache Aussprechen eines Segens. Solche Sagen sind nicht nur einfache Geschichten, sondern auch ein Ausdruck kollektiver Ängste und Hoffnungen einer ganzen Gesellschaft. Sie helfen, soziale Regeln zu vermitteln und stärken die Bindung innerhalb der Gemeinschaft. Sie geben uns auch einen tiefen Einblick in das historische und kulturelle Umfeld, in dem sie entstanden sind. Sie sind im Endeffekt wertvolle Zeugnisse dafür, wie Menschen damals ihre Welt und die unsichtbaren Kräfte um sich herum verstanden haben. Habt ihr euch jemals gefragt, ob das, was wir als real begreifen, nicht mehr als ein Trugbild ist? Ein fein gesponnenes Netz aus Illusionen, das um unser Bewusstsein gewoben ist. Was, wenn unsere Wahrnehmung nur eine Simulation ist, gesteuert von Kräften, die wir nicht begreifen können? Wie sicher könnt ihr euch sein, dass eure Realität, das, was ihr hört, seht und fühlt, nicht nur eine sorgfältige inszenierte Fassade ist? Stehen wir, ohne es zu wissen, unter dem Einfluss verborgener Mächte, die unsere Gedanken und Handlungen lenken, sowie der Fahrer, der ohne zu zögern seinen Segen spricht, um das Unheil abzuwenden? Und damit endet im Endeffekt auch schon unsere heutige Reise in die Welt der Sagen und Legenden, in die Sage der armen Seele. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und fand das ganze Video interessant. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, auf Spurensuche in der Welt der deutschen Sagen und Legenden. Bis dahin, passt auf euch auf.